Am 18. Dezember 2008 verstarb der Niederländer Herman van Hasselt in seiner Heimatstadt Heerlen. Sein letzter, für uns wohl unfassbarer Wunsch war es, in Deutschland beigesetzt zu werden. An einem Ort, der ihn in seinen schlimmsten Albträumen verfolgte. In der Gedenkstätte des KZ-Außenlagers Laura. Der 17-jährige Herman wird 1940 Mitglied der illegalen Widerstandsbewegung in den Niederlanden. Sie ist gekommen, weil ich war Mitglied im Schwimmverein. Und dann hatten wir in der Abendstunde Training im Bad hier, das ist nicht weit von hier. Und die Mitglieder waren in diverser Seite von der Stadt hier. Und da waren auch Mädels dabei. Und da sagte der Trainer, hör mal, du wohnst dort und dort. Wenn du so umläufst, ist das weit, um das Mädel nach Hause zu bringen. Nein, überhaupt nicht. Und dann habe ich das so gemacht und da hat der Vater, der hatte mich dann gefragt, wohnst du dort und dort? Ja, das stimmt. Ich habe dort Familien. Meine Familie wohnt dort, kannst du denn irgendwo etwas abgeben? Ein kleines Paket oder so? Und dachte, warum nicht? Und auf einmal, nach langer Zeit, dann kam ein Polizist, ein Bekannter, der sagte zu mir, Hermann, hör mal, die SD, die ist dir auf den Fersen. Du musst wissen, was du tust. Dann bin ich in Stadt zur Arbeit, weg. Nach Belgien. 1943 muss er vor dem deutschen Sicherheitsdienst fliehen, wird jedoch in den Pyrenäen gefangen genommen. Die hatten die Gruppe, wo ich eigentlich zugehören soll, die hatten sie geschnappt. Und lief ich so recht zu denen in den Armen. Und dann war es für mich Schluss. Im September 1943 wird er nach Deutschland in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Auf dem Samstagabend war das und die SS hatte gedacht, einen freien Abend zu haben. Aber die musste uns begleiten von Weimar bis nach Buchenwald.